Das war. Willkommen zurück zu Legend. Hand of God. Das sind die zwei Hände, aber das sind unsere. Wir sind ja nicht übergeschnappt. Wir sind ja ein Targon. Ein Priester, ein Paladin, ein tapferer Recke. Und ein Recke, der, naja, für Ruhe gesorgt hat, für ewige, auf dem Friedhof und in der Krypta und so wir sind überhaupt. Wow. Ja, das erste Teil haben wir es jetzt mal erfolgreich in unseren Besitz gebracht. Teil? Ja. Das Amulett, The Hand of God. Das Gottesamulett oder die Hand Gottes ist, zerbrochen oder zerteilt worden, irgendwie so in der Richtung, keine Ahnung. Und ein Teil hatten hier die Menchlen, nämlich auf dem Friedhof. Der alte Großkönig hat es bei sich. Wir haben es ihm abgenommen. Ende gut, alles gut. Ja, jetzt steht ein neuer Plan an, nämlich wir müssen zu den sogenannten Zwergen. Eigentlich zu den Elfen. Genau, da oben der Friedhof. Eigentlich müssen wir zu den Elfen, aber der Weg... Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Da müssen wir da gleich mal lang. Führt eigentlich woanders hin, auf zu den Zwergen. Genau. Ramus hat mir erzählt, dass sie das zweite Teil des Amuletts seit Generationen im Besitz der Zwergenkönige befindet. Ich werde nach Osten in die eisigen Berge reisen müssen. Jawohl, Sir. Um mehr herauszufinden. Genau, eisige Berge. Ich habe nämlich schon mal auf die Karte geschaut, die ja hier nicht dabei ist, aber... Boah. Ganz da oben. Ja, erstmal kommt Hochland und dann kommt Schneeland. Und mehr will ich gar nicht. Da bin ich schon wieder glücklich, weil Schnee geht immer, sage ich ja. Aber jetzt sehe ich da diesen Weg. Jetzt will ich erstmal nach Süden, statt nach Norden. Also, Zwerge, dann Elfen, dann... Ja, was dann? Dann Dämonen? Irgendwie so? Ach, die Orks? Aber im Westen sind doch die Orks. Hä? Es gibt keinen Westen. Also, westlicher... Ach, oder gibt es hier unten vielleicht sowas? Ich weiß es nicht. Aber hier unten sehe ich nämlich noch Land. Ja. Komisch. Egal, wir gehen einfach mal. Halt, Inventar ist gepflegt. Ja, halbwegs. Genau. Ach ja, Zauber, Intelligenz, ja. Denn der Plan, der langfristige ist ja der... Nee, so langfristig ist er gar nicht. Kettenblitz ist in greifbarer Nähe. Da freue ich mich drauf. Lass mich raten, das ist dann das Gebiet zu den Elfen, aber hier sagt er nein. Halt! Der Tunnel zum Fischerdorf ist bis auf Weiteres gesperrt. Das ist ungünstig. Warum ist der Tunnel gesperrt? Weil er von Monstern verseucht ist. Komm wieder, wenn wir das Problem gelöst haben. So sei es. So sei es. Von Monstern? Halt! Der Tunnel zum Fischerdorf ist bis... Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Ah ja. Wie bitte? Der Tunnel zum Fischerdorf. Was ist denn für ein Fischerdorf? Okay. Heißt also jetzt zuerst die Elfen? Quatsch. Erst die Zwerge? Und ja, bestimmt dann den... Der will bestimmt einen Fisch. Und wo ist ein Fisch? Natürlich nur ein Fischerdorf, ganz klar. Und dann bekommen wir es ausgehändigt. So oder so ähnlich. So, erstmal gucken. Was sagt denn der Schmidt? Der Bodowin. Was kann ich für dich tun? Das weiß ich nicht. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ah ja. Boah, was ist das denn hier? Des Meuchlers Orkarmbrust der Standhaftigkeit. Also ich finde immer die Namen so geil. Diese, ne? Prä- und Suffix, das fand ich mal toll. So wie Rotz der Popel. Schaden gegen Humanoide, ja. Konstitutionsfall. Ja, ich sieht toller aus, als es ist. Geschickte Streitaxt. Also eine Streitaxt ist ein Einhänder, ne? Der Vernichtung. Verdammte Doppelaxt des Meuchlers. Ja, die sehen alle recht nett aus. Oh, boah. Widerstandsfähiger Schild der Magie. Ich muss mich verarschen. Guck mal hier. Ach, guck mal, wir haben 19 Mana. Okay. 10 weniger Mana dafür. Was ist das denn für ein Ding? Guck mal hier, 450 und 70 extra Rüstung. Okay. Erfordert Stufe 14. Haben wir das? Ja, ist mir egal, ob wir das haben. Die wird gekauft. Rüstung
Plus 10%, wir haben plus 70%. 70%? Moment mal. Heißt, wir kriegen jetzt mal knapp 500 obendrauf? Keine Ahnung. Gekauft. Kann ich das direkt hier machen? Ja, ne? Okay, ist doch nicht so krass. Guck mal hier. 10 weniger Mana. 836. Ach nee. Ach so. Oh. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Ach so ist das gedacht. Guck mal hier. Rüstung 374 ist das Endprodukt. Und der widerstandsfähige Schild ist im Grunde... Ja, gut. Oh, shit. Der war so irgendwie bei 300 und dann aber noch 70 oben drauf gedrückt. Und so kommen wir 450. Okay, das habe ich... Ja, das war schlecht. Ja, von mir aus. Achso, verkaufen. Scheiße. 10 bis 31. Moment, gibt es denn irgendwo... Jetzt muss ich mal das Handbuch zücken. Jetzt will ich mal sehen, ob es hier irgendwo eine Auflistung mit Waffen gibt. Das würde mich nämlich mal interessieren. Denn wenn nicht, wäre das sehr tragisch. Ich muss wissen, welche Waffentypen was sind. Verwaltung des Inventars, das klingt gut. Tipp, Waffen. Ja. Allerdings steht da nicht so viel. Ja, ja, einkaufen, Schwierigkeitsgrade, bla bla bla. Schade, steht nicht. Es steht nicht dabei, ob das Einhänder oder Zweihänder sind. Kann man das irgendwo sehen? Weil es gab ja Spiele, wo teilweise so eine schräg stehende Waffe, das war dann irgendwie der Zweihänder. Das war das Grimrock, ne? Und gerade Waffen waren immer die Einhänder. Das gab es dann bestimmt auch bei den alten Spielen, wie zum Beispiel Dungeon Master. Das ist jetzt natürlich schade. Wieso steht das hier nicht drin? Die Pfade interessieren mich nicht. Ja. Was ist denn mit der Komplettlösung? Ich habe jetzt so viel Peripherie. Sozusagen. Oh, hier habe ich was mit Dämonen gelesen. Oh, ich sehe schon Bilder von Schnee. Ja, schlecht. Moment, vielleicht steht es am Anfang drin. Ganz kurz. Das muss jetzt mal gemacht werden. Denn das ist wichtig. Da haben wir alle was davon, wenn ich das rausbekomme. Explosiver Bolzen. Boah. Scheint wohl doch. Also die anderen Klassen, die Pfade, wie es ja hier heißt, die scheinen es in sich zu haben. Finde ich auch nett, dass man die so kombinieren kann. Ne, dass man, wie zum Beispiel Paladin sind, weil Krieger und Glaubensgedöns. Was wäre denn gewesen, wenn wir Krieger und Magier gewesen wären? Weiß ich nicht. Lebensregeneration, da haben wir es. Ei, was haben wir denn? Verdammt, wir haben einen Ring. Ring der Lebensregeneration, also quasi das gleiche in grün, beziehungsweise in golden. Aber wir wollen doch sowieso golden. Ja, mal entspannte Lederschuhe, alles klar. Ja, wieder Regeneration und eine fette Rüstung. Was haben wir denn noch zusätzlich? 10.000 kostet ja Spaß, aber die Erfahrung, die erhaltene plus 2% ist auch nett. Also ich würde mal sagen, ich wechsle erst dann, wenn ich es wirklich will. Lebenspunkte, Lindner Schaden. Lebensregeneration 3. Okay, Rüstung ist fast identisch. Ich bin dann langsamer. Schaden gegen Untote. Was? Wie jetzt? Ach, Pfad des Schurken. Scheiße! Ja, jetzt sehe ich es auch. Gut, dass ich es nicht gekauft habe. Ja, ja, also hier gibt es schon sehr interessante Sachen, muss ich sagen. Guck mal, 60 Punkte mit Lebensenergie obendrauf. Das ist quasi mal 50% von dem, was wir haben. Das ist ja mal stabil. Und Magieresistenz, also... Rüstung ist auch besser, als was wir haben. Aber diese Chance, Sachen zu finden, plus 25, ist halt auch nicht schlecht. Weil ich mich... Ach, alle Attribute plus 5. Okay, das ist natürlich ein Wort. Das ist, Scheiße, Mann, jetzt haben wir... Und ich weiß nicht, wie das mit den Waffen funktioniert. Ist das ein Einhänder, ist das ein Zweihänder? Und ich würde ja... Ne, komm, lass ich's. Ich lasse es. Ich würde gerne Knüppel haben. So einen richtig schönen, brutalen Knüppel, wie wir schon mal einen hatten.
Mir geht es sowieso ein bisschen gegen den Strich, dass wir ständig mit irgendwas rumlaufen, mit dem wir, auf das wir eigentlich gar nicht geeicht sind. Ja, weil hier Axtkampf und so weiter, das ist nicht unseres. Man trifft besser und... Ach, guck mal, die kann kritische Treffer machen, die Axt. Mit der treffen wir halt einfach oft. Klar, ist ja nur ein Knüppel. Ja, das sind so die zwei, die wir haben, ne? Das hier ist einfach nur generell Einhandwaffen. Der Angriff ist nicht schlecht, ne? Jeder 35, also ein Drittel mehr Schaden. Quatsch, mehr Trefferchance. Hier 10% besseres Angreifen. Also die Chance zu treffen. Und kritische Treffer. Was heißt kritisch? Doppelt? Weiß ich nicht. Oh, okay, das Hochland. Es geht los. Es geht hoch. Hä? Ach. Komische Musik. Früher war das Hochland ein ruhiger Ort. Sicher, ein paar gefährliche Tiere gab es hier schon immer. Doch jetzt, alles ist voller Orks und auch Steintrolle wollen die Dorfbewohner gesehen haben. Nur die alte Hexe will nicht von dort weggehen. Sie ist noch störrischer als Bodovin. Hexe. Bodovin? Wissen wir Bodovin? Der Schmied, ne? Bei dem wir gerade waren. Alte Hexe, Orks, Steintrolle. Klingt auf jeden Fall schon mal unangenehm. Und die Musik, dieses komische Gekreische, Gequietsche, was ist das für ein Instrument? Ich weiß nicht, eine Bratsche, eine Arschbratsche. Ist auch wieder so ein bisschen Diablo, ne? Danke für die Informationen. Bitte. Wir hatten einen Boten zu den Zwergen geschickt, als das alles hier anfing. Er hätte schon längst zurück sein müssen. Das ist kein gutes Zeichen. Da ich euch sicher nicht zur Umkehr bewegen kann, könntet ihr nach ihm Ausschau halten? Er hat eine wirklich wichtige Botschaft für Goro, den König der Zwerge. Ach, die Goronen, so. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ja. Und schon geht's los. Jetzt kommt die krasse Action. So, erstmal den Kampf. Macht euch auf den Kampf bereit. Orkkrieger Stufe 15. Drei Schläge und weg vom Fenster. Okay. Ich meine, wir haben noch einen etwas besseren Schild. Ach, guck mal, ganz nett, ne? Alles in diesem Steppen-Look. Okay, ich habe mich schon gefragt, wo die Orks sind. Wollte ich doch mal die sein im Osten. Im Westen. Die sind ja im Westen, die sind hier. Hier sind die dreckigen Orks. Wieso halten die auf einmal so viel aus? Oder sind wir irgendwie schwach? Schwach auf der Brust. Hallo? Was ist das? Hallo? Daneben. Aber interessant. Ist im Nahkampf. Und haut jetzt nicht mehr drauf. Boah, die sind aber ganz schön. Die Musik hier ist aber ganz schön krass so. Mach die mal einen Hauch leiser. Dann habe ich nämlich einen Hauch lauter gemacht. So. Genau. Interessant, dass er im Nahkampf nicht nur tritt, sondern auch mit der Waffe ausholt. Mit der Fernkampfwaffe. Ja, das ist gar nicht mehr so schlecht. Gut. Da ist irgendwas Goldenes. Da ist ein... Weiß ich nicht. Vielleicht der... Goro? Nee, Goro war der... König. Auf zu den Zwergen. Fliegenpilz. Ach, das war für die Hexe, ne? Einer der Wachen in Torinth hat mir erzählt... Komma, das mit SS Allah. Jetzt ist aber langsam mal gut hier mit dem beschissenen Deutsch. Dass ein Bote vermisst wird, Komma, Relativsatz, der zu den Zwergen geschickt wurde. Vielleicht kann ich ihn ja im Hochland finden. So, Herrschaften. Das ist ein bisschen heftig, oder? Steintroll. Der sieht aber hübsch aus. Boah. Haut auch ganz schön aufs Maul. Ach ja, Höhlentroll oder sowas kennen wir, oder? War das ein Ogre? Nee. Okay, der hält echt eine ganze Menge aus. Ja, Stufe 13er.
Was sind die eigentlich? Stufe 15. Ja, von mir aus. Ich muss einfach mit. Ach Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ist das wieder so ein Supergegner gleich? Wie der komische bei den Dieben da oben. Da kommt ganz gut durch, ne? Zweimal, dreimal ausholen, dann ist der Ork weg. Ruckzuck ist der Ork weg. Hey, die Rüstung hier sieht aus, als hätte sie genau deine Größe. Hier komisch. Passt wie angegossen. Bitte? Hey, die Rüstung hier sieht aus, als hätte sie genau deine Größe. So, so. Alles mitnehmen. Ach, guck mal, die haben auch wieder so ein Ei, mit dem sie kochen. Eieieiei. Stufe 15. Okay. Lass das bitte sein. Nun. Okay, die Orks sind schon krasser. Aha. Na gut. Wohl doch unsere Kragenweite hier, was? Amulett. Was haben wir denn hier? Rüstung. Resistenz gegen Gifte. Rüstung plus 25. Ja. Ein bisschen Mana. Okay, das ist jetzt nicht so da. Das ist nicht so toll. Was haben wir hier? Angreifer leidet Schaden. Blockchance plus 4%. Auch nicht schlecht, aber das ist. Was wir haben hier nochmal? Regeneration? Nee. Das ist ja genau Blut. Der Blood Moon. Und das ganz ohne Morrowind. Der Blutmond. Hm. Ach Gott, so ein stinkender. Hey, die Rüstung hier sieht aus, als hätte sie genau deine Größe. Hey! Erlittener Schaden minus 4. Auch nicht schlecht. Also teilweise können die echt reinhauen. Ja. Komm, mal so ein Mana-Trank, warum nicht? Ist da irgendwas noch rum? Weiß ich nicht. Ja, so kennt man immer, ne? So eher wie Barbaren. Vielleicht so ein bisschen der Indianer-Look. Wobei, Indianer darf man nicht sagen, ne? Aber ja, trotzdem. Jehova, Jehova. Wo müssen wir eigentlich hin? War da ein Durchgang oder müssen wir einmal rund on die Platte? Wie ist das hier? Ganz kurz mal eben. Ist ein zweiter Bildungsweg oder nicht? Nein, okay. Das ist wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange. Da müssen wir einmal außen rum. Okay. Kriegen wir aber, glaube ich, gebacken. Gut. Halt, ich habe doch was Gelbes gesehen da rechts. Da ist doch jemand. Ist da jemand? So, komm ran. Bei dem muss man echt ein bisschen aufpassen, habe ich so das Gefühl. Ja doch, die sind gar nicht so unschwach. Jetzt wäre es mal wieder Zeit für... Genau, der Blitz. Okay, noch nicht so spannend. Was ist das denn? Aus der Schamane? Auch ein Magier, okay. Wieso heißt der jetzt Magier, obwohl er hier bei diesen Barbaren eigentlich Schamane heißen müsste? Komisch, oder? Sehr merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Guck mal hier, Stadtwache. The Stadtwache. Das ist doch bestimmt der Bote. Also ich bin nicht überzeugt. Schon wieder Ork-Magier? Aber sieht schick aus mit seinem komischen... Was hat denn der da auf dem Kopf? Ach, bestimmt so ein Troll... Ähnliches irgendwas, oder? So eine Trollmaske oder so ein Gargoyle vielleicht? Hat ein Gargoyle das Gesicht abgezogen? Das sind hier vielleicht komische Freaks. So, was habe ich gerade eingesammelt? Ein Amulett, ne? Minimalschaden, Giftschaden zusätzlich. Minimalschaden plus 2. Ja, ne, ist egal. Eigentlich natürlich super, ne? Dann ist jeder Schlag mehr wert, aber
Weil man hier so wenig davon tragen kann. Plus 2 mehr Schaden. Ich meine, wen juckt, das hole ich halt nochmal aus. Ja, ja. Komm, wir reden mal mit ihm. Ach genau, Ludgo Lane. Daher kenne ich dieses komische Gejaule da im Hintergrund, die Mucke. Obwohl das natürlich super Musik war. Mein Gott. Ich habe eine wichtige Botschaft für den Heerführer der Zwerge. Bitte. Sorgt dafür, dass sie ihr Ziel erreicht. Nehmt das Schreiben und versucht, in die Festung der Zwerge zu gelangen. Viel Glück. Ah, Game over. Der Klassiker. Ich habe eine wichtige Botschaft für den Heer. Für den Heer, was? Hey, ho. Ja, der ist, der hat's hinter sich. Ich glaube, da kann man von ausgehen. Obwohl, er hat ja nochmal geantwortet. Also offenbar nicht. Ach, ein Gegner noch. Dann Level up. So, komm's ran. So, jetzt gibt's wahrscheinlich... aufs Maul. Ja, jetzt würde ich fast sogar schon sagen, wird es sich wieder anbieten, mal auf Stärke zu gehen, weil die tatsächlich echt was aushalten, die Mistviecher. 27, 25. Aber jetzt haben wir die Blitzgeschichte. Wir gehen mal auf 1 auf Stärke, 2 auf Intelligenz. So. Da ist es. Kettenblitz. Verleiht dem Blitzschlag einen Ketteneffekt. Was wäre das hier eigentlich? Märtyrer. Ah ne. Schaden mehr anrichten. Mehr aushalten. Mehr erleiden. Wahrscheinlich wird das dann immer weniger. Wie heißt das? Das heißt reziprok. Das heißt, der Schaden wird wahrscheinlich immer höher. Der angerichtete und der erlittene wird immer niedriger, schätze ich mal. Verleiht dem Blitzschlag einen Ketteneffekt. Ja. Machen wir gar nicht lang rum. Wird sofort ausgewählt. Jetzt will ich mal sehen, ob das tatsächlich stimmt, ob ich das extra auswählen muss. Sehen wir gleich. So, hier. Rundumschlag haben wir ja nicht. Ja, mehr Schaden für die Nahkampfwaffe. Steigert die Chance auf kritische Treffer stark, wenn Targon schwer verwundet ist. Achso, nee. 33% oder weniger. Nee. Das ist genau das Gegenteil, ist bei uns der Fall. Heiliger Schild, ja, das kommt noch. 5 Punkte müssen wir verschwenden. Das ist jetzt die Frage. Rüstung, Chance zu blocken. Mehr Panzerung oder... Na... Wir können es ja gut heilen. Ich bleib mal standhaft. Oder 5% mehr Schaden. Ich habe ja gerade extra einen Punkt in Stärke. Komm, wir gehen mal auf Einhandwaffen. Zack. Jede Waffe einhändig macht jetzt 10% mehr Schaden. Ja, bis 133 momentan. So, jetzt mal kicken. Ja, offensichtlich. Das hier machen wir auf die 7. So, 5, 6, 7. Ja, das kann ich mal weg. Komm, das hauen wir weg. Genau. 5 und 6. Alles andere brauchen wir hier nicht. So, 5. Ich bin mal gespannt. Was kostet denn der Spaß mittlerweile? Steht das dran? 13 Mana-Punkte. Wir haben was? 250? Wie wieder? 13 Mana-Kosten. 13. Ja, nicht mal 20 Mal kann ich das Ding feuern. Egal, ich probiere es einfach mal. Jetzt haben wir mehrere Gegners. Oder auch nicht. Ja, das spare ich mir aber. Laut Karte müssten die da hinten sein. Oder muss die da einmal außen rum? Ah ja. Ist alles noch Teil dieses ersten Lagers. Gucken. Achso, muss ich gleich mal die Waffe wechseln. Auf Einzelne wirkt das natürlich nicht so. So, das hier aber, ne? Robe, erhöhter Zauberschaden. Spaß habe mal testen. Anprobieren. So, das war Intelligenz 17. Mana 261.
346. Das war dumm. So, Mana-Trank direkt mal ausprobieren. Steigert sich halbwegs schnell. So, wo jetzt? Okay. Okay. Was macht denn jetzt momentan der Schaden? Sieht man das hier direkt? 111. 4 bis 111 Schaden und geht mehreren gleichzeitig so ein bisschen auf die Nerven. Das ist natürlich toll. Weil. Ne, danke. Weil Lando. Weil Lando. So, da oben ist wahrscheinlich der nördliche Pfad. Da müssen wir nicht hin. Also runter zu uns. Alles. Alles klärchen. Da geht es weiter mit dem nächsten Opfer. Guck mal jetzt. Ach, die Sporen da unten. Doch, guck mal. Ich glaube, die Sau habe ich nämlich eigentlich schon aus dem Leben getreten. So, 346 und 110, genau. So, probieren. Ja, ist etwa genauso stark, oder? Weil ich teilweise ja dreimal auf den einhacken musste, auf den Gegner. Also wenn es Einzelne sind. Okay, ist doch noch stärker. Elfenbogen. Oh. Vorderpfad der Wildnis. Gut. Diese Orks sind viel gefährlicher als die Goblins aus der Ebene. Komisch, ne? Ich kann nicht. Ja, er kann nicht. Wieso, wenn man zuguckt, oder? So. Okay, wenn jemand... Wenn sie einzeln kommen, wenn sie so sagt. In der Gruppe jetzt immer mit dem Blitz arbeiten. Drei auf einmal. Reichweite ist echt nicht schlecht. So. Und wer nicht artig ist, wird so verdroschen. Das gefällt mir. Amulett. Stärke und Intelligenz. Ja, 7 Stärke. Okay. Was war das andere? Regeneration, ne? Lebensregeneration 1. Ja. Regeneriert zwar jetzt nicht mehr, aber das macht ja nichts. Man kann ja nicht immer regenerieren. So. Ich kann nicht. Sagt wer? Was ist das? Oh, der hält aber echt was aus. Genau. Im Zweifel kommt die Axt. Kaskor, der Verfluchte. Oh. Ich kann nicht. Doch. Glück nicht. Ich hab um die Ecke. Haha. Der wird geheilt. Ja. Kann immer noch einen heilen. Na, auf Drucke. Na, hör mal auf. Was ist das? Nein. Hey, die Rüstung hier sieht aus, als hätte sie genau deine Größe. Was ist hier los? Hör auf zu ruckeln. Oh, der Rächer. Willst du das wirklich mitnehmen? Sieht nicht sehr wertvoll aus. Nee, überhaupt nicht. Ist nur golden. Aber der hat auch schon Aua. Weil er ungünstig stand. Aber nett, ne? Der eine heilt den anderen. Und ums Eck mache ich sie beide platt. Toll. So, schnell mal den Mana-Trank leer machen. Gut, was habe ich? Der Rächer. Langsame Angriffsgeschwindigkeit. Achtung. Ich kann nicht. Scheiße, ist ein Zweihänder. Ah, Stärke plus 14 Angriff. Trifft gut. Gegner leidet Schaden, wenn er mich trifft. Mhm. Schaden ist gut. Stärke ist sehr gut. Boah, okay. Das hier würde ich sagen, schmeißen wir mal raus. Das geht an die Hühners. Rüstung, Stärke. Nö. Nee. Streitkolben der Hitze. Konstitution plus 7. Oh. Was heißt das? Wie viel hätten wir dann? 156. 90. Ja, aber die 25 extra Schaden ist halt schon... ist halt schon ein Wort. 156. Ja, 35. 35 mehr Lebensenergie, dafür aber die 25 weniger Schaden. Weiß ich nicht. Und das ist noch relativ niedrig, ne? Mit 17, ja. Aber wir treffen relativ gut. Klar, durch die plus... Was sind das? Plus 9 oder plus... Was wir da haben? Plus 9, ja.
standhafter Streitkolben hätte. Wieso geht's das nicht mal in richtig gut? Obwohl, schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Und das hier ist? Das ist eine langsame. Ich versuch's mal. Mal schauen, ob das gut ist. Mana-Regeneration. Nee, das ist Quatsch. Lass das mal hier, so. Das heißt, den nehmen wir auch mal auf die andere Seite. Obwohl. Die erste Seite mache ich jetzt mal frei. So, das Zeug kann alles mal weg. Stärke plus 7. Für den Notfall. Der Rest ist Quatsch. Braucht kein Mensch. So, neuer Knüppel. Und wenn die Angriffsgeschwindigkeit schnell ist, ist er auch nicht schlecht. Und die Genauigkeit, Geschicklichkeit, 206. Also die trifft, der Knüppel trifft immer. Okay. Gehen wir mal nach Süden. Wir sind ja eigentlich ins Hochland, nach Osten, aber... Ach, guck mal, da unten schon wieder was Güldenes. Ja. Schon mal sehr gut. Oh, okay. Hier ist recht flott, der Kollege. Auch schön, dass der... Ich kann nicht. Doch. Dass der Blitz, wenn sie damit getroffen werden, dass sie auch zum Boden gehen. Das gefällt mir. Ich kann nicht. Doch. Immer dieses Nein. Diese Neinsagerei. Wow, guck dir die Waffe an. Ja, voll geil. Ist viel besser als deine. Nee, sie nicht. Was weißt du schon von Waffen? Du bist eine dumme Elfe. Ich kann nicht. Okay, Schamane oder Magier auf einen Schlag. Ey, das ist nicht gut. Halt, stopp. Ich kann nicht. Doch. Du hast zu können. Ich kann nicht. Sei ruhig. Heilung. Ja. Ich kann nicht. Doch. Ja, das ist halt, ne, Fernkampf und so. So ist fein. So ist es richtig. Ja, jetzt können wir wenigstens mal die ganzen Tränke mal wieder benutzen. Und wenn's nur die Mana-Tränke sind, ja, und ich krieg lauter Heiltränke, das ist wieder typisch. Und wieder ein Heiltrank, natürlich. Bergstampfer, Stufe 15. Ja, Schaden hält sich in Grenzen, aber ist schön schnell. Sieht mal so aus wie so ein... Weiß nicht, totaler Idiot, aber immerhin machen wir damit, teilen wir ordentlich aus. Und das ist doch die Hauptsache im Leben. Wie in einer guten Beziehung. Bergstampfer, Stufe 13, kein Thema. Aber es wirklich sehr schnell. Und der Runenstein. Welcher Runenstein? Das Haus der Hexe. Ach, dann weiß ich, wer jetzt so gülden leuchtet neben uns. Die Hälfte zum nächsten Level ab und mal wieder sauber. Das soll die Hexe sein. Sieht gar nicht nach Hexe aus. Ach, guck mal, die drei Tränke. Ja, ja. Link to the Past, oder wie? A Hex to the Past. Ach doch, ist doch mal eine alte. Ach ja, ich hätte jetzt erwartet, dass sie wieder dieselben... Dasselbe Model. Was willst du von mir? Benutzen Clara. Gar nichts. Ihr solltet euch wirklich ins Dorf zurückziehen, genau. Ihr solltet euch wirklich ins Dorf zurückziehen. Wieso? Wegen der paar Orks? Ha! Die trauen sich hier sowieso nicht hin. Mhm, warum? Aber euer Leben ist in Gefahr. Aber euer Leben ist in Gefahr. Ruhe. Mein Leben? Nein, dein Leben ist in Gefahr. Drohst du mir, alte Frau? Ich habe hier einen Knüppel und Blitze. Macht gleich Feuer damit dann. Feuerschaden mache ich mir auch. Wieso das? Warnst mich vor den Orks und willst selber durch ihre Reihen brechen. Was hast du denn hier wollen? Hast du sie als geschlachtet aber auf dem Weg hierher, Alde? Genau, Orks. Orks sind keine Gegner für mich. Ja. Nicht die Orks sind die Gefahr. Ich sehe weit schlimmere Gefahren für dich. Aber ich kann dir helfen, dich stark machen für den Kampf, damit du eine Chance hast. Ja, gerne. Aber das ist schon klar, wir leveln auf, ne? Jeder geschlachtete Ork ist ein weiteres Pünktchen Lebensenergie, Erfahrungspunkte, Energie, wie auch immer. Und was genau willst du für mich tun? Ich kann dir einen mächtigen Zaubertrank brauen. Klar. Aber eine Zutat musst du selbst finden. Ich brauche mindestens 5 Fliegenpilze.
Gerne aber auch 6 oder 7. Pilze sammeln. Willst du mich verarschen? Von mir aus. Gut, einverstanden. Das sollte ja nicht so schwer sein. Gut. Dann komm wieder, wenn du die Pilze hast. Mhm. Kann mich stark machen. Wahrscheinlich dann irgendwie K.O.-Tropfen oder sowas. Bis dann. Nee, sowas fahre ich nicht rein. Wo kriege ich denn die Pilze jetzt her? Sagt die Karte irgendwas? Fliegenpilz? Die unerschrockene alte Frau im Hochland hat mir angeboten, mir einen Stärkungstrank zu brauen, wenn ich ihr mindestens 5 Fliegenpilze bringe. Fliegenpilze. Fliegenpilze. Okay. Wo genau finde ich denn... Wo kann ich denn Pilze pflücken? Brauche ich da das Talent Wildnisleben oder... Ne, Pflanzenkunde war das, genau. Obwohl, Wildnisleben hat es doch erkannt, oder? Und dann... Ja, gute Frage. Gute Frage, gute Frau. Wo komme ich denn... kommt man da hin? Oder hat der... Haben die Orks irgendwie was gebunkert? Dreckige Orks. Ne, da geht's nicht weiter. Oder ist in der komischen Höhle vielleicht? Nee. Zum Fischerdorf? Nee, auch nicht. Ja, gute Frage. Wo ist denn... Krieg ich denn jetzt Pilze her? Pilze. Das sind Panzerhandschuhe. Das ist was anderes. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wachsen die nur auf... Irgendwie im Schnee. Was? Ich habe noch nie einen Pilz gesehen im Spiel. Wie ist es mit Schaden? Wie ist es der Rot? Der Wert. Feuerschaden? Ah ja, zusätzlicher Feuerschaden 1 bis 2. Okay, macht also 3 bis 20. 3 bis 20 plus alles mögliche, was wir noch sonst haben. Ja, okay. Gut. Da. So, lass das. Lieber mal ein bisschen... Jetzt machen wir Hit and Run. Was war das? Night Shift, genau. Wo man immer wieder auf die krasse Hit-and-Run-Technik eingegangen ist. Ich kann nicht. Doch. Wenn du noch einmal sagst, du kannst nicht, dann kommst du ins Heim. Schild. Richtig. Aber bringt mir auch nicht so viel, oder? Ich kann nicht. Ich mache einen... Was habe ich gerade gesagt? Der will unbedingt... Naja. So. Ich will dir nochmal einen Schlag. Wenn ihr Schlag in die Fresse ist ja Feierabend. Na? Hier rechts oben, den juckt das nicht so. Das ändern wir mal. So. Heilung. Okay, das hätte ich andersrum machen sollen. Ist egal. So, Mana-Trank. Nehme ich. Pilze, wo krieg ich denn Pilze her? Ist bestimmt irgendwas, was hier gleich rumsteht oder so. Oder aus irgendwelchen Verstecken vielleicht spawnen da jetzt auch zufällig Pilze. Was will die 5 Stück Pilze haben? Oder muss ich in die Stadt zurück? Gibt es irgendwie einen Pilzsammler? Oder ist ein eigener... Oh oh. Eigener Skill. Okay, Vollgas. Okay, Steintroll ist nicht interessiert. Ich sehe schon. Ich kann nicht. Doch. Nicht so negativ. Schon mal gesagt. Obwohl, der ist so fit ist er nicht mehr. Kann es sein, dass das dem Aua macht, wenn ich mit Blitzen auf ihn einfeuere? Möglich ist es. Aber mittlerweile kann ich ihn fast im... Ja, bisschen verspätet. Nee, da ist noch einer. Oder wie? Hä? Wieso kam jetzt die Erschütterung? Ich kann nicht. Eine Stunde später? Ach, sei doch ruhig. Ich kann nicht.
willst nicht, das ist es. Ich kann nicht. Doch. So, wer noch lebt, wird getötet. Kling, kling. Klingt aber schick, wenn man auf den Schild haut. Gut, der war aus Holz. Sollte eigentlich nicht so klingen, aber... Was weiß ich schon. Wo finde ich die Pilze? Ich weiß es nicht. Halt jetzt... Nee. Gut, ich könnte natürlich im schlauen Buch gucken, mache ich aber nicht. Mache ich nicht. Pilze, wo können das sein? Hier irgendwo, oder? Hochland. Weiß ich nicht. Der Text technisch ist auch nicht irgendwie... Da müsste Boote... Steht aber auch nicht... Steht nicht dran, ne? Das ist immer nur die Hauptaufgabe. Bisschen komisch. Aber gut. Ist ja auch irgendwo klar, dass man das so ein bisschen entschlacken möchte, schätze ich mal. So, halbes Mana hätten wir. Ich kann nicht. Doch. So, ich mit dir. Ja, das ist ganz schön schlägig, das gefällt mir. Genauso wie ich zum Beispiel auch bei, ich habe es schon mal angesprochen, Arcania, A Gothic Tale. Oder ich Gothic 4, nicht. Wie es früher noch hieß. Ich fand das Gekämpfe gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Also die Waffen haben tatsächlich wuchtig geklungen. Ich kann nicht. Vor allem im Vergleich zu Gothic 3. Ich kann nicht. Doch. Weil da klangen die Waffen teilweise irgendwie, Und dann, wenn er immer so im Kämpfen die Achter gemacht hat, mit jedem Schritt nach vorne, das war scheiße. Mir nie gefallen. Aber hier allerdings... Geräusche sind gar nicht so schlecht. Wow, guck dir die Waffe an. Ja, die ist hier so? Viel besser als deine. Oh, halt, ich muss erstmal... Der Segen. Ja, das geht nämlich hart aufs Maul. Schlecht. Ja, schön, dass der immer gestunt wird, wie man auf Neudeutsch sagt. Ich kann nicht. Doch. Immer diese Nein, diese Nee-Sager. Ein bisschen. Aber sehr dynamisch kämpft der, ne? Ah, jetzt war die Erschütterung sofort da. Das ist besser. Sehr viel besser. Ach, guck mal hier. Ist was? Jetzt kommt dieses angedackelt. Wieso sind die jetzt mir hinterhergelaufen? Stimmt mit denen nicht. Was stimmt mit den Gegnern nicht hier in dieser komischen Hochlandregion? Wahrscheinlich, weil sie, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Haben wir schon erörtert, eruiert. Bitte? Eingemacht. Ach, guck mal. Sind das hier lauter graue Punkte? Ich kann nicht. Doch. Das Gegner? Quatsch. Ich kann nicht. Ah, Pilze. Panzerhandschuhe. Panzerhandschuhe, da. Rüstung, Resistenz gegen Magie. Ja, nee. Ach ja, Bergstampfer, Trolle, Trüffel. Nicht Trolle. Genau. Ja, ja, klar. Schweinchen. Trüffel und so weiter, ja, ja. So, Feuer. Oh, oh. Weg. Ich kann nicht. Wiederholst dich. Ja, ja, ja. Was hat sie gesagt? 5 Stück mindestens. Lass das. Hat schon ordentlich Abreibung bekommen hier. Aber da geht noch mehr. So, Heiltrank. So, 4 Stück haben wir jetzt. 4 Stück. Da ist die Nummer 5. Was heißt denn besser sind... Ach so, wenn ich es jetzt sofort abgeben würde, wäre das nicht so gut, ne? Weil es noch mehr zu holen gibt in der Welt. Der Welt von Aris. Oder Arisch. Eins von beidem. Na gut. Kohle, ja. Und noch eine gestachelte Sau.
Ja, ich schätze, das ist das, ne? Jetzt habe ich 5 Stück. Das heißt, ich könnte jetzt zurück, aber sie meint, besser wäre 6 bis 7. Einen Stärketrank hat sie für mich. Ich schätze mal, das wird ein großer Stärketrank, wenn ich mehr bringe, oder? Hier sind sie wieder gespawnt, die Schweine. Nimm das. Komm. Was ist das? Schlachthammer, aha. Oh, sehr schön. Leider ist der Schaden echt sehr chaotisch. Ne? Manchmal bringt es gar nichts vom Schaden her, weil es ein Minimalwert von, was weiß ich, 3 oder was ist. Und dann kommt wieder... Achso, nee, ist okay. Und dann haut sie da richtig rein. Ich kann nicht. Doch. Shit. Hätte mir vorher boosten sollen. Wir wissen alle, es bringt so viel, dieses Boostern. Na. So, weg mit dir. Hau ab. Unangenehm. Komm, alles weiter. Ich kann nicht. Aber du kannst aufleveln, ne? Das kannst du. Wenn du sonst nichts kannst, aber aufleveln kannst du. So, hau sie weg. Ich kann nicht. Doch. Du musst nur wollen. Das ist die halbe Miete. So zerhackt die Schweine. Mit Knüppel. Und wo ist der Rest? Wo ist der Rest der Pilze? Sofort her. Gib die Pilze frei. Ich kann nicht. Doch. Ich dachte schon, sie sei nervig. Aber jetzt kommt er mit seinem Ich kann nicht die ganze Zeit um die Ecke. Was soll das denn? Jetzt würde ich mir sogar wünschen, dass sie mir wieder sagt, was für eine tolle Klamotte da rumliegt. Ich kann nicht. Noch eine, komm. Eine Abreibung noch. Ja, weiß ich nicht. Wäre vielleicht schöner, wenn derjenige, der getroffen wird, mehr Schaden nimmt und der Rest dann weniger. Das wirkt alles ein bisschen chaotisch. Und wieso ist hier unten schon wieder wer? Achso, da war ich noch gar nicht. Sehr, sehr eigenartig. Ja, Tja, ja. Wo sind die Pilze? Ich kann nicht. Das sagt er, weil ich daneben klicke halt. Ja, ja, aber... Ich kann nicht. Ja, ich weiß. Kann's einfach nicht. Aber du kannst auch nicht lassen, ne? Ich kann nicht. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Komm, Knüppel auf den Sack. Oder aus dem Sack, auf den Sack, wie auch immer. Ja, wenig Schaden. Das ist ein Drittel weg. Jetzt wieder ein Pünktchen. Wieder ein Viertel. Ja, sehr chaotisch. Da kann man schlecht mit arbeiten. Aber soll mich nicht weiter stören. Schnell mal Return gedrückt. Langstab. Was? Langstab? Schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Gut. Gab's ja bei der Zauberine bei Diablo 2. Panzerhandschuhe, Schlachtaxt. Ne, die kann weg. Tschüss. Lebensregeneration. Ei. Was haben wir denn? Bessere Rüstung. Weniger Schaden. Komm, probieren wir. Ich meine, zieh mal an, meine ich damit. Okay, jetzt haben wir schon plus 2 Regeneration. Wir hatten ja mal was richtig Gutes, aber leider war das ja nur für Schurken. Wobei ich das ja schon als schurkenhaft bezeichnen würde, das nur für eine Klasse freizugeben, ne? Naja. Okay. Wir haben 5 Pilze. Wieso stellt sie das zur Wahl? Also entweder oder. Entweder 5 oder eben nicht. Ich kann nicht. Doch. Wenn er immer wieder ich kann nicht sagt, dann sag ich halt doch. So. Muss ich wirklich alles
unter die Lupe nehmen, weil es könnte überall noch Pilz versteckt sein. Ach, scheiße. Steintroll, ungünstig. Aua. Ich mach mal einen auf, weiß ich nicht, Feigling. Eigentlich gar nicht meine Art. Aber irgendwie, wenn ich da den Kollegen mit seiner Keule sehe, denke ich mir von mir aus, dann gehe ich halt doch wieder weg. Genau deswegen. So. Den finde ich gut, dass er zu Boden geworfen wird von den Angriffen. So. Alles mit Knüppel. Ob Feuer bei dem besonders. Aua, besonders gut wirkt? Möglich ist es. Schnell bevor die Zaubercraft des Segens vorbei ist. Ist eigentlich ein Wunder, dass es so lange hält. Hä? Es regeneriert jetzt noch schneller, ne? Ach halt! Nein. Ich habe die Dings gar nicht mehr. Den Ring habe ich nicht mehr an. Weil ich was habe? Intelligenz, was ja auch mehr Schaden macht. Okay. Intelligenz plus 17. Oder Lebensregeneration. Was ist der Unterschied? 300... 350? What? Okay, das ist ein zu krasser Unterschied. Das können wir nicht wegmachen. Das geht nicht. Schwierig. Ja. Du hast leider auf Gedeih und Verderb dem Ganzen ausgesetzt, solange wir das hier zumindest nutzen. Zumindest sagen wir das nur so. Ein noch. So, dafür gibt es einen mit dem Knüppel. Einen brutalen, was auch immer, Knüppel. Kappe? Wie Kappe? Kappe zu. Ich kann nicht. So, jetzt heilen wir wieder den Kollegen. Komm, Schütze Arsch. Direkt vernichtet. Oh, Schatzruhe. Hoffentlich ein Pilz. Nee? Mana-Trank? Heiltrank? Okay. Bamba. Na? Eine Robbe. Ich schätze, ich sollte mal wieder etwas von dem ganzen Kram verkaufen. Schätzt du eine das? Eine wirklich gute Idee. Auf alle Talente plus 1. What? Erhöhter Zauberschaden. Bessere Rüstung. 17% Zauberschaden. Okay. Noch 102. Wo in unsere Zauberei? 102. 140. Geboostet. 156. Leck mich doch am Kittel. Okay, das ist natürlich krass. Was macht die Goldaxt? Ach, das hier ist eine Goldaxt, ne? Ich kann nicht. Nee. Goldaxt, Zweihänder. Merke. Ja, ist halt so. Punkt. Okay, da blinkt's, genau. Man sieht so viel. Ja, genau, dieses. Das meine ich. Das ist Ludgolain. Oder zumindest diese komische Arschbratsche, die da spielt. So, jetzt. Der Schaden könnte jetzt natürlich gravierend sein. Aber auch nicht so wirklich, ne? Bisschen schade. Nee. Tja, also irgendwie. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, jetzt renne ich mal durch. Ich kann nicht. Dann nimm nicht. Ja, zwei Schuss und der Kollege ist weg. Das gefällt mir. Ach, die Sau lebt noch. Warum? Muss das sein? Komm, Knüppel. Einzelne haben wir einen Knüppel weg. Geht schneller. Und irgendwie ist sie gut. Der Knüppel ist gut. Ich möchte mal sehen, ob es hier wirklich mehr gibt oder ob man nicht einfach die
die Aufgabe abgeben geht oder so. Ein endloser Pfad. Es können immer nur drei angegriffen werden, kann das sein? Das heißt, er springt auf zwei Ziele über. Mindestens oder immer nur. Ja, der Knüppel ist gegen so eine Horde vielleicht auch gut, aber ich meine, der trifft wenigstens oft, aber die Blitze, die räumen halt komplett auf. Das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Ja, mit der Folge aber eigentlich auch. Verdammt! Es kommt wieder so eine Horde hier angedackelt. Ich lauf mal durch. Durch. Ich will wissen, ob es da irgendwas Feines gibt. Genau, vielleicht zum nächsten Runenstein durchrennen oder so. Ich weiß nicht, was es den nächsten Runenstein gibt. Vielleicht hätte ich mir das mal in Erfahrung bringen sollen. Shit. Das da? Nee. Ja, es sind vielleicht ein bisschen. Ach du, okay. Ach du grüne Neune. Ich kann nicht. Ja, ich merke schon. Ich kann nicht. Ruhe. Hier sind tatsächlich immer drei Stück. Ja. Aber wir regenerieren jetzt zumindest wieder. Das ist auch nicht schlecht. So, Heilung. Passt schon. So. Also zwar eigentlich nicht gedacht, also die folgen auch nicht ewig, wie es aussieht. Also man kann schon durchrennen. So. Probieren. Das ist schlecht. Gamrum, der Ork hält. Der Gamrum. Wir haben rumgammeln. Was ist das? Ja, schön zu Boden. Geknüppelt. Autsch. Ja, ich merk's. Oh, der haut aber ganz gut rein, so. Der Chef. Wow. Ja, was damit? Viel besser als deine. Ach, red nicht. Ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht gucken, ob die Waffe besser ist. Das stimmt. So. Wenn es das jetzt mal langsam ausgedünnt hätte hier mit euch, wäre das natürlich super. So, jetzt. Krasser Zweikampf. Schlecht. So. Wow, guck dir die Waffe an. Ja, ich merk schon. Die ist doch viel besser als deine. Ruhe. Die kann weg, die Geschichte. Was kann noch weg? Weiß ich nicht. Probe. Probe des Meisters. Hä? Auf alle Talente. Ach, guck mal, noch eine Stufe besser. Aber die Rüstung ist schlechter. Ein bisschen Resistenz? Nein, nein, die ist schlechter. Kann denn irgendwas sonst noch weg? Das hier zum Beispiel braucht kein. Ach, guck mal hier. Wie hat das denn sortiert? Mein Gott, Walter. So. Kriegshammer und ein Ring. Zaubergeschwindigkeit 50. Boah. Okay. Was haben wir für einen Ring? Intelligenzring, okay. Entweder schnell zaubern oder Schaden machen. Hält sich so ein bisschen die Waage. Ja, das war mal eine längere Folge, ist ja wurscht. Muss auch mal sein. Man kann nicht immer pünktlich Schluss machen, das geht nicht. Geht auch nicht. Heiltrank, Quatsch, Mana. Komm, nochmal Mana. Na? Aber zumindest drei. Oh, guck mal hier. Drei Kisten, einer davon wahrscheinlich super krass. Hier nämlich. Panzer. Ich habe keinen Platz mehr in das meinem ist Inventar. Schlecht. Ja, ich weiß. Guck mal. Oh, Vater Magie. Schade. Zusätzlicher Giftschaden, Mana-Entzug. Okay, das ist nicht so krass. Schnell. Schnell Angriffshammer. Das kann ich noch nicht benutzen.
Ist das ein Zweihänder? Ach, Stufe... Ah, Stufe 18, ich verstehe. Schmeißen wir mal raus. Das da rüber. Helm. Steh mir bei. Noch ein Helm. Lebensregeneration 1. Okay. Stadt. Das ist super. Ach, guck mal hier. Rüstung plus 70. 113. Chance, Sachen zu finden, ist halt dann wesentlich besser. Alle Attribute 5. Shit. Alle Attribute plus 5. Ist zu krass. Das ist wirklich unangenehm. Wie gutes Zeug wir da haben. Ist das ein Zweihänder? Ich kann nicht. Zweihänder kommt weg. Vater Magie kommt weg. Boah, Intelligenz 19. Ich glaube, ich spinne. Was haben wir hier? Rüstung Lebensregeneration 2 statt Lebensregeneration 1. Perfekt. Ein direktes Upgrade. Chance, Sachen zu finden und eine fette Rüstung. Das gleiche in grün. Schlechteren Werten, aber alle Attribute 5. Unschlagbar. Unfassbar gut. Ja, sonst irgendwas? Krone vielleicht? Habe ich die schon weggeschmissen. Geld nehme ich. Wow, guck dir die Waffe an. Mein Inventar ist voll. Ja, ja, die ist doch viel besser als deine. Nee, es sind Zweihandhammer. Red kein dummes Zeug. So ein Quatsch brauche ich mich nicht. Heiltrank. Wow. Wow. Ja, ich glaube, da rechts sehe ich was Feines. Da sehe ich nämlich einen Runenstein. Ja, da können wir nämlich dann quasi abspeichern. Ist das... Ich sehe da jetzt nicht wirklich den Pilz, oder? Sehe ich da einen Pilz? Ist das ein Pilz? Nee. Das ist irgendwas. Irgendwer. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's. Das war ja interessant. Interessante Gegend. Wir haben eigentlich die Pilze, aber eben nur 5 statt die 6, 7, wie sie es angesprochen hatte. Vielleicht gibt es irgendwo hier noch was. Und hier müsste langsam auch der Schnee anfangen. Das ist ja alles nur doch das Hochland, diese Zwischenebene. Aber ganz nett gemacht. Hier auf dieser quasi Insel gut verteidigbar, das, ja, das Dorf. Und hier dann mit dem kleinen Übergang die Orks, die Bösen, und dann kommen die Zwerge. Hier ist wahrscheinlich dann alles vollgeschneit. Ja, beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich ein bisschen kühler, also warm anziehen für die nächste Folge. Und ja, ich würde sagen, das war's. Beim nächsten Mal mehr von Legend Hand of God. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal zur lustigen Pilz- bzw. Zwergensuche.